Hallo, herzlich willkommen zurück bei uns bei ARK. Wir nehmen unsere zweite Session für heute auf. Super, es regnet draußen. Welches draußen? ARK draußen? ARK draußen. Bei uns draußen ist gerade strahlender Sonnenschein. Bei mir regnet es nicht in ARK. Echt nicht? Ach doch, jetzt. Jetzt fängt es an zu schütten. Ist wohl ein bisschen Verzögerung drin gerade. Es ist gerade mal wieder was im Off passiert, deswegen haben wir einen neuen Para. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich im Off noch ein bisschen was machen wollte. Und ich habe einen Bronto getroffen und der ist wohl irgendwie gespawnt, ist wohl irgendwie rumgelatscht. Der Bronto war uns auch schon länger bekannt. Der rannte von unserem Haus aus links den Strand drauf, rannte der rum. Und in dem mittendrin ist wohl ein Baum gespawnt und der war nicht in der Lage, sich aus diesem Baum zu befreien. Dann habe ich mir halt gedacht, gut, dann befreist du ihn aus dem Baum. Es lief auch eigentlich gut. Und beim letzten Axtschlag, als der Baum dann eigentlich umfiel, hat er angefangen, mich zu attackieren. Da habe ich ihn dann nur doch erwischt. Und logischerweise bin ich dann gestorben. Und Björn ist gestorben. Und deswegen wohnt jetzt die liebe Mona bei uns, die da immer lieblichst mit dem Freddy am Rumturteln ist. Wir hoffen, die machen keine Kinder. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bring ich Freddy ja weg. Und wir haben neue Dinos entdeckt. Die sind dann jetzt im Nachhinein... nach dem Server-Restart wohl gespawnt. Und es freut mich mega, es sind Diplodokus. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie das mit dem Tame geht. Die werden auf jeden Fall passiv getamed, heißt ihr packt Beeren oder Vegetables, also Gemüse. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch Maiskolben und so weiter. Und Karotten gibt's auch. Packt ihr hinten in den Null-Slot. Unten und dann könnt ihr hinter den Herren und die füttern. Ähnlich wie die Tanzeschweine. Das habt ihr ja beim Amity schon mal gesehen. Die stoßen einen weg, wenn man zu nah ist. Die wollen nicht, dass man in ihre Nähe kommt. Aber die scheinen das, wie man sieht, nicht so ganz zu mögen. Allerdings mögen sie es, wenn man ihnen Futter in den Hintern stopft. Interessant dabei ist, dass sie einem nicht wehtun. Genau, die stoßen dann wirklich nur zurück. Das ist... Weiß ich nicht. Ich find's komisch. Ich find's aber auch irgendwie mega cool. Ich brauche Fasern. Habe ich irgendwo Fasern gelagert? Ach du Kacke. Ich habe mega viel Stroh gefarmt. Wir haben auch mega viele Narcotics, weil ich es irgendwie doch noch geschafft habe, aus Björn vieles zu retten. Ich habe mega viele Narkobären gefarmt. Wie eine Bekloppte. Warum nicht eine... Ich habe 20 Fasern. Yay. Das nicht lohnt, weiß ich es auch nicht. Hast du mir zufällig meine Feuersteine aus dem Inventar geklaut im Off? Oh, das kann sein. Danke. Das ist wirklich glücklich. Zur Entschädigung mache ich dir Stiefel. Oh, das ist sehr gut. Das macht alles wieder gut. So. Oh, mir fehlte anscheinend irgendein Ausrüstungsgegenstand. Ist ja okay. Ich brauche doch Holzdecke. Hä? Ach da. Ich brauche Fasern. Da hinten, also auf der anderen Seite des Strandes, steht übrigens noch ein vom Level her kleinerer Diplodokus. Der ist männlich Level 2. Eventuell und je nachdem, wie es so läuft, diese Aufnahme, gucken wir mal, ob wir es versuchen, den zu tamen. Würde mich mega freuen. Halt dass dich das freut, das ist mir klar. Eine weitere Lastkuh, wenn man so will. Weil es ist ja auch eine deiner Lieblingsdinosorten. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, warum du so auf diese langhalsartigen Dinosaurier stehst. Eigentlich gar nicht, aber den finde ich toll. Vielleicht wegen der Schwanzspitze. Die haben ja diesen Peitschenschwanz. Das kann sein. Knallt das eigentlich auch? Also, ich hab's noch nicht gehört. Wahrscheinlich kann man es nicht nachweisen und man weiß es wahrscheinlich auch nicht, aber so rein in der Theorie, ich meine jetzt in real, hat das wohl geknallt? Möglich, sehr wahrscheinlich sogar. Weil die haben ja wirklich, das sieht man ja im Spiel auch, wenn sie einen mal näher an sich ranlassen, ich guck mal, der eine hat jetzt gerade die Schwanzspitze im Berg, aber wenn man sich die mal näher anguckt, sieht man, die ist sehr, sehr fein. Wie so ein Blatt quasi. Also ich denke mal schon, dass die auch knallen würde. Da die Dinos jetzt allerdings noch recht neu sind, haben die wahrscheinlich im Overhaul noch keinen Platz gekriegt. Noch keine Soundüberarbeitung. Ja, ich denke auch mal nicht.
Könnte natürlich sein, dass der Patch heute vom Overhaul, dass die Dinos waren. Es kann natürlich sein. Das weiß ich nicht, weil ich habe schon wieder mein Headset vergessen. Deswegen spiele ich schon wieder ohne Sound. Ich kenne aber die Original-Sounds nicht, deswegen kann ich dazu einfach mal nichts sagen. Ich gehe mal davon aus, wir haben... Also ich könnte jetzt mal eben kurz in den Patch Notes gucken, aber ich lasse es. Ja, ist doch eigentlich egal, ne? Ich finde es auf jeden Fall sehr... Eigentlich schon ganz toll, dass die einen wirklich nur zurückstoßen. Okay, ich habe nicht genug Fasern. Ich habe hier Stiefel gemacht. Das kann ich hier noch einen Hut machen und Handschuhe. Wo bist du? Ich bin gerade noch Holzfarm. Ich will den ersten Turm fertig kriegen. Ah, du bist bei dem Roten, ne? Ich sehe Fred. Ich sehe, Mona sieht ihren Liebsten und eilt zu ihm. Wahrscheinlich. Wie eine rollige Katze. Oh. Ein weiterer Bronto. Die spawnen auch sehr gerne. Ich bin ja mal gespannt, in was für Regionen die ganz, ganz großen spawnen werden. Die Titanosaurier. Darf ich dir mal deinen Shit hier in droppen? Jo. So. Zieh mal deine Lederkluft an, du kleiner Rocker. Schon dabei. Lederkluft. Hoffe, du hast ein paar ACDC-Aufnäher. Für die Kutte oder was? Ja, sicher. Wenn ich dir schon eine bastel. Ja. Das ist der Haupt meiner mühseligst getöteten Dinosaurier. Kleine Dodos und so. Doch, warum nicht, ne? Dodos, ne? Dodos stehen jetzt nicht gerade unter mühselig getötet. Ja, die sind ja mittlerweile One-Shots. Ach. Daran nichts. Was fehlt mir für Material? Oh, ich muss das Leder wieder reinbringen. Und ich muss mal langsam dafür sorgen, dass ich wieder mehr Pfeile kriege. Heißt, ich muss okay. Hier, wie heißt es? Feuerstein sammeln. Dann hier ein Mörser. Dann kann ich jetzt nochmal zwei Narcotics herstellen. Drei, eine Beere. Das ist geil. Ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Ich kriege mega die Rückenschmerzen. Da kann ich dir leider auch nicht helfen. So, die restlichen Beeren stecke ich vor erstmal im Mona. Bei der vergammeln die nicht so schnell. Und dann gucke ich mal, dass ich noch ein bisschen Munition für Pfeile finde. 3, 8, das könnte passen. Was ich übrigens auch schon beobachten konnte, die Diplodocus werden übrigens auch von kleineren Arten von Prädatoren, also zum Beispiel von Raptoren, attackiert. Ist das nicht bei den Brontos auch so? Brontos werden teilweise sogar von Dilophus angegriffen. Apropos Dilophus, da unten ist einer. Mit Pfeil und Bogen schreite ich zur Tat, die Pest auszumerzen. Stirb! Stirb, du kleine Pest. Oh, daneben geschossen. Geht's aber. Oh. Das war ein guter Treffer. Wo ist der andere Pfeil hingeflogen? Sind es mehr und noch viel, viel weiter. Ah, Freddy wandert. Verdammt, ich muss das Tor zu machen. Oh, ich sollte den toten Dilopho vielleicht nicht liegen lassen. Wir müssen ja erstmal wieder was Neues zu essen basteln. Das müssen genau. Wir jedes Jahr schon neu machen. Super, 19 Leder. Na, wenn es das nicht bringt beim Essen, ne? Also falls du mal ein Tischset brauchst, ich kann 123.000 machen. Aus einem Dilopho. Nein, mir fehlt ein Sound, verdammt.
muss halt mal der Dodo dran glauben. Na, der hat doch schon mehr Fleisch da gelassen. Gut. So, was hältst du? Kannst du unseren Turm von unten sehen? Ja, sieht ganz nett aus. Ich habe mal nur zwei Säulen oben gemacht, weil sonst wäre es hier ein bisschen eng geworden. Ja, ist ja kein Ding. Man muss sich ja eigentlich nur auf dem äußeren Ring bewegen können. Genau, und das geht jetzt ja. Lauf, Mona, los! Fehlt nur noch ein bisschen Holz für den zweiten, für den letzten Zaun. Hier, Mona, stoch einmal wieder mit deinem Schatz rum. Ja, ich habe das Tor offen gelassen. Es liegt da, ich lasse das Tor einfach offen, weil pff, man kann ja pfeifen. Ich mache mir da weniger in den Kopf, muss ich ehrlich sagen. Nur noch 8 Spark Powder hier drin. Wie gehen da Fackeln noch was? Ja, da sind noch 53 drin, alles klar. So, das ist der letzte Zaun. Juhu. Jetzt habe ich natürlich alles gefarmt, nur nicht das, was ich wollte. Ah ja, was soll's. Und 20 Leder. Haben wir auch so wenig davon. Ich habe noch 40 Leder im Inventar, glaube ich. Ach du meine Güte, wir müssen echt mal mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall weniger Leder farmen. So, Turm 1 ist fertig. Unsere Dinos machen Liebe. Sollen sie. Ah, da ist Freddy, gut. So, jetzt brauche ich mal im nächsten Turm weiter. Wir haben auch noch ohne Ende Holz, ne? Echt? Ja. Ah, okay, wusste ich nicht. Also was heißt ohne Ende? Also eigentlich haben wir wesentlich mehr Stroh als Holz. Was ein bisschen doof ist. Ist aber nicht schlimm. Hier ist noch ein bisschen Holz drin. Ich kann auch von drin noch ein bisschen was holen. Na, craft erstmal ein paar Wände. Dann crafte die mal. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo Holz finde. Nein, sieht schlecht aus. 115 Holz habe ich noch gefunden. Ich gehe gleich mal farmen. Ihr kommt jetzt mal beide her. Du hast ja bestimmt nichts dagegen, wenn ich Freddy mal eben mitnehme, ne? Nö, nee, gerade nicht. Ja, ich mach's ja für dich. Verdammt, was fehlt mir denn? Für Holzwände, ich weiß es gerade gar nicht. Achso, ich produziere es. Dann krebs ich mir noch ein paar Bäume ab. Mein Para ist gelevelt. Sehr gut. Geh mal auf Traglast skillen. Du wirst es brauchen, Mädel. So, jetzt lege ich mal den ganzen Scheiß ab. Wer will's haben? Wobei, ich könnte mir auch einen Bogen mal eben machen. Bogen ist gut. Wahrscheinlich findet mir wieder irgendwas dafür. Ach komm. Nee, da Bogen. Ja, ich hab einen Bogen. Und ich kann mir 3 Pfeile machen. Ja, das ist ein Anfang. Machst du gerade beide Dinos mit Holz voll? Ja. Achso, okay. Ich renn hier rum und farme Holz. Da kriege ich wahrscheinlich einen Knockback. Ich bin doch ziemlich nah an ihm dran. Das wird er nicht mögen. Darf nur nicht zu lange zu nah sein. Ja, ich bin hier halt am Holzfarmen. Wenn er mich zurück... Ich werde schon merken, wenn er mich zurückstößt.
Dann distanziere ich mich einfach und dann ist für ihn wahrscheinlich auch okay. Ja, das geht nach einer Weile wieder. Sag mal, respawnen die Steine auch? Ja. Im Bestfall sammelst du sowieso nur die kleinen zum Aufsammeln ein. Wenn du wirklich Stein brauchst. Ja, ich meine, ich brauche Feuersteine. Also, ja, die müssen respawnen, solange die nicht zu nah an unserem Haus sind. Apropos, ich brauche Feuersteine. Sollte ich vielleicht auch mal drüber nachdenken, davon ein bisschen was mitzunehmen. So. Wenn ich es richtig gesehen habe, kriegen wir auf Level 20 auch die Trank-Pfeile. Ja, ich kann sie schon. Oh, sehr geil. Ich bin ja schon auf 21. Kannst du noch laufen? Ja, du kannst, glaube ich, noch laufen. Dicke Sau. Ja, das ist Fjomnia. Ach so, er ist wirklich eine dicke Sau. Ja, das schiebt mich die ganze Zeit rum. Ist ja das Viech, ey. So, ihr zwei Schätzchen. Ich mach die Dinos voll und ich mach mich voll. Mona, komm mal hier. Kannst du was tragen? Ich denke mal, im selben Atemzug werde ich auch das Haus mal aus Holz bauen. Ich muss Freddy mal eben kurz ein bisschen Stacktausch machen. Den nehme ich dir raus. Den gebe ich dir. Ja, das sieht doch ähnlich aus. So, jetzt mache ich mich noch voll. Oh, ich bin gelevelt. Das ist gerade gar nicht mal schlecht, dann kann ich mich noch ein bisschen auf Draglas killen. Und wie viele Punkte habe ich? 17. Das reicht leider nicht. Weil ich könnte jetzt theoretisch den Schmiedeofen lernen, aber es reicht leider nicht. Man braucht 21 Punkte, das heißt, ich warte noch ein Level. Ja gut. Das wäre nicht schlecht, dann können wir unser Eisen mal zum Metall machen. Also ein Metall zu Eisen, sowas. Das nehme ich noch mit. So. Und dann können wir jetzt auch abbauen. Bevor der Dicke da drüben noch ein bisschen pissig wird. Obwohl es eigentlich noch nicht ganz so nötig ist, ich kann noch rennen. Das ist eigentlich sogar noch recht schnell, also die beiden Bäume kann ich noch mitnehmen. Ja, jetzt wird es anstrengend mit dem Laufen. Für dich. Ich sammle Fasern. Auch okay. Da schon mal Freddy, Mona ist irgendwo dahinter. Sehr gut. Boah, wird echt Zeit, dass wir die Sicheln oder sowas lernen. Aber die ist wahrscheinlich ganz hinten, ne? So weit hinten ist die, glaube ich, gar nicht. Die Sichel, Moment. Ich weiß ja, wie sie aussieht. Ab Level 25 können wir sowieso Metall-Equipment, da dürfte die Sichel mit bei sein. Da ist auch Crossbow mit drin, also die Armbrust. Die Balliste. Wow. Was heißt wow? Ah, da ist die Sichel, Level 30. Was heißt wow? Ich dachte gerade, der Diplodocus wollte mich vertreiben. Ich finde schön, dass sie einen wirklich nur vertreiben wollen. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich finde persönlich ganz gut, dass die hier in der Nähe sind. Die halten uns vielleicht ein bisschen die Räuber fern. Ja, geht so stark, sind sie leider nicht. Du kannst doch Kisten herstellen. Warum steht hier draußen noch keine große bei allem Holz, was wir farmen? Ja gut, mache ich sofort. Weil die Kleine hier, die ist sowas von randvoll mit irgendeinem Shit. Ich könnte jetzt alles so quer durchs Haus verteilen, aber es wäre auch irgendwie doof. Ist hier Holz drin? Ja, hier ist Holz drin. Sehr schön. In den Dinos ist auch mehr als genug Holz. Ein Schrank war das, ne? Ja, ein großer Schrank. Kein Bücherregal.
steht. Das ist sehr gut. Kinder, herkommen. Langsam und behäbig. Ich auch. Ich bin vollkommen überladen gerade, scheiße. Ich schieb die ganze Zeit irgendwas umher. Du stehst mir auch nur im Weg. Ja, ich würde gerne weggehen, aber naja. So, jetzt kann ich aus dem Weg gehen. Jetzt kommt die Meldung. Haben wir den Turm haben wir 4 hochgemacht, ne? Ja. So, jetzt haben wir noch so ein Falltür-Ding und dann haben wir es das doch schon fast. Noch ein bisschen so ein Trapdoor-Ding. Also zum Raufklettern. Genau. Weil dir das cooler vorkommt. Ja. Okay. Fand ich jetzt. Ja, ist okay. Ist okay. Hat der andere Turm auch schon bekommen. Lass die Dinos mal bei dir hier rumtorteln, ne? Nein, verkehrt. Ich bin doof. Mein Gott, machen die auch so einen Lärm. Meinst du die Turtelnden? Ja, sicher. Also. Was tun die dir denn? Lass sie doch. Lass sie doch balzen. Ich glaube, Freddy müsste noch eine Leiter drin sein. Freddy, komm mal her. Nö, auch nicht mehr. Ich hab die im Inventar. Sehr schön. Falls du mal Fleisch brauchst, das ist was im Grill, ne? Das ist auch nicht schlecht. Ich habe auch gerade noch mal was reingepackt. Mal eben kurz was getrunken. Dafür müssen wir jetzt zum Glück auch nicht mehr rausgehen. Ja, Gott sei Dank, jetzt können wir auch mal ein bisschen überleben, falls wir von irgendwas dino-mäßig belagert werden sollten. Ich habe gerade noch einen Para gekillt, ich hatte noch eine Bola über. Mit einer Bola ist das so easy, wenn die sich einfach mal nicht vom Fleck bewegen können. Man kann übrigens auch Raptoren bolern. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob die Bolas dafür eine gewisse Qualität haben müssen, da habe ich keine Ahnung, aber man kann es auf jeden Fall machen. Bei unseren ganzen Mods, wir sollten ab und zu mal in unserer Engrammliste nach ganz unten scrollen, ob es vielleicht Sachen gibt ab Level 0, die wir ohne XP, also ohne Engrammpunkte lernen können. Okay. Die dann halt ganz unten in der Liste stehen, fällt mir gerade mal so ein, das gibt's bei vielen Mods.
Mach das mal eben. Ach, ich hab das falsch abgerissen. Ich verdammt. Ich hab so viel Holz verschwendet. Verdammt. Ich habe gerade nochmal andere Steinrohre gelernt. Und die Trank Bowler. Das hat mich jetzt zwar doch ein paar Punkte gekostet, aber ich muss ehrlich sagen, das ist mir wert. Die Trank Bowler gehört übrigens zu einem Mod. Die Modliste findet ihr auf unserer Website, die ist verlinkt. Genau. Das ist jetzt ärgerlich. Was ist denn? Ich habe aus Versehen, naja, das Dach abgerissen. So, ja, komm, kann passieren. Falls sich gerade einer fragt, warum ich so viele Fasern sammle, ich will mir natürlich neue Pfeile bauen. Ja, Fasern finden wir uns allgemein gerade sehr, sehr viel. Oh wow, ich kann mir 35 Pfeile herstellen. Das ist schon mal ordentlich. Das mache ich natürlich. Ich will ja überleben. Au, Moorschalteknochen, au. Okay, das soll auch erstmal reichen. Ab jetzt sammle ich Fasern dann für Hausgebrauch. Wir sollten übrigens unser Haus vielleicht mal auf Stein, auf Holz aufwerten. Ja, das dachte ich mir auch. Da brauchen wir trotzdem massiv Fasern für. Ich bin ja am Farmen. Leider, sicher geht es ab Stufe 30. Ja, wir sind nicht mal Level 20. Ich glaube, ich gehe gerade auf 22. Nee, gar nicht. Ich dürfte jetzt 22 sein. Auch echt schon so weit? Ja. Wo bin ich denn eigentlich? Oh, du, ich bin auch 22. Hupsala. Ja, weil du die ganze Zeit Sachen herstellst, deswegen levelst du schneller als ich. Oh, hier kommen die Produkte mal im Kacken zugeguckt. Und wie war's? Es war schon irgendwie verstörend. Wenn erstmal so ein dicker Klumpen aus dem Tier fällt, ne? Ach, okay. Mir gerade noch mal ein Para gepackt. Ja, macht das, es bleibt gar nicht mal so schlecht. Noch mal ein bisschen Fleisch besorgt. Geschweige denn, ich finde, die lassen mega viel Fleisch liegen. Deswegen finde ich das bei den Jungtieren immer so schlimm, wenn die Filet fallen lassen. Die lassen so unglaublich viel fallen, so viel kannst du gar nicht verwerten. Oh ja. Weil es ja so schnell spoilt. Ich guck gerade mal. Ich glaube, wenn diese Folge oder die nächste Folge läuft, dürft ihr fast schon... Nee, gar nicht. So langsam haben wir gar nicht voraus aufgenommen. Hm? Aber es wird dann fast auf den neuen Monat zu gehen. Dann könnte es ja fast bald darauf hinauslaufen, dass wir bald unsere Bemalvideos machen können. Ja. Da freue ich mich mega drauf, weil ich sehe gerade die Klamotten vor mir stehen und ich denke mir so, ja, mal wieder ein bisschen Hobby machen. Modelle bemalen. Und ganz ehrlich, wenn ich damit dann auch Videos machen kann, ist das noch viel, viel geiler. Oder mal Bastelvideos. Wir haben noch so tolle Modelle, auch Sachen von Fortworth, falls das irgendwem hier was sagt. Wenn ich dran denke, gucke ich mal, ob ich es mal unter der Folge hier verlinke, dass ihr euch das mal angucken könnt. Am besten könntest du die Folgen auch mit taggen gleich mal, ne? Weil wir reden darüber. Ja, so übertreiben muss ich es jetzt nicht. Es kommt ja nicht vor. Na, ich weiß. Ich werde es euch mal drunter linken. Dann könnt ihr euch ein paar Sachen davon angucken.